Herzlich willkommen zum Video Astronomische Massenbestimmung von Planeten. In diesem Fall werde ich das anhand der Erde machen. Und zwar lässt sich eine Masse nur bestimmen, wenn dies die Masse von einem Zentralgestirn ist. Das heißt, die Sonne wäre in unserem Fall ein Zentralgestirn. Wenn wir hier die Sonne haben, im Brennpunkt einer Ellipse, kann man und ein Planet, der bewegt sich auf einer Ellipsenbahn, in diesem Fall rechnen wir näherungsweise mit einer Kreisbahn, können wir die Masse dieses Zentralgestirns bestimmen anhand des Gravitationsgesetzes. Da ja der Planet um ein Zentralgestirn kreist, und somit die Zentripetalkraft hier im Bild kompensiert wird, gilt das Kräftegleichgewicht Fz gleich Fg. Und in diesem Fall ist es dann Masse des umkreisenden Planeten mal dessen Geschwindigkeit v Quadrat durch den Abstand, durch den Radius der Kreisbahn, ist gleich g ist die universelle Gravitationskonstante mal Masse des Planeten und mal Masse des Zentralgestirns, mz, durch den Radius zum Quadrat, beziehungsweise den Abstand. Und jetzt sehen wir schon, wir haben hier eine Masse Planeten, da eine Masse Planeten und hier die Masse des Zentralgestirns. Und jetzt können wir alles rüberholen, so dass mz auf der rechten Seite alleine steht. Und dabei werden wir feststellen, dass sich die Masse des Planeten herauskürzt. Und das heißt, dass wir nicht in der Lage sind, die Masse eines Planeten zu berechnen, sondern nur die Masse des Zentralgestirns. Das jetzt, und das mache ich mal, ich hole mal alles rüber, geteilt durch g, geteilt durch mp mal r Quadrat. Dann heißt, dann ist hier, steht hier, m, Masse des Planeten mal Geschwindigkeit zum Quadrat durch r. Und jetzt geteilt durch r, also g, geteilt durch mp, schreibe mal hier hin, kann man es besser sehen, und mal r Quadrat. Dann bleibt übrig Masse des Zentralgestirns, Masse mz. Und jetzt sehen wir hier, Masse mp und mp steht im Zähler sowie auch im Nenner, kürzt sich heraus. Hier kürzt sich noch das r im Nenner weg, sodass der Exponent vom Quadrat abgezogen wird. Und schon kann man jetzt die Masse der Sonne bestimmen. So. Und zwar ist die Masse der Sonne die Geschwindigkeit des Planeten, des auf der Bahn umkreisenden Zentralgestirns, mal den Radius, geteilt durch die Gravitationskonstante. Und dann können wir die Masse des Zentralgestirns bestimmen. Und zwar wollen wir jetzt aber nicht die Masse eines Zentralgestirns wie der Sonne bestimmen, sondern die Masse des Planeten Erde. Und zwar stellt man sich jetzt folgendes Beispiel vor. Da wir mit diesem Ansatz nur die Masse eines Zentralgestirns bestimmen können, können wir jetzt, wenn wir jetzt aus Sicht des Mondes wären, ist die Erde für den Mond ein Zentralgestirn, weil der Mond dreht sich auf eine Kreisbahn um die Erde herum. Also ist für den Mond das Zentralgestirn die Erde. Deswegen, wenn wir hier zum Beispiel statt der Sonne die Erde eintragen und hier den Mond und das ganze Verfahren jetzt selber für jetzt ändern und überall zum Beispiel statt hier
Masse eines Planeten, hier zum Beispiel Masse des Monds und Masse der Erde einsetzen würden, und hier auch, dann kürzen sich ja die Massen von den umkreisenden Planeten bzw. Objekten heraus, so dass nur die Zentralgestirnmasse übrig bleibt. Und in diesem Fall ist es die Masse der Erde. Und somit können wir auch die Masse von Planeten berechnen, die jetzt einen Begleiter haben, zum Beispiel. Wir können jetzt nicht die Masse eines Planeten berechnen, um den sich kein Mond dreht, zum Beispiel. Zum Beispiel Venus hat, glaube ich, keinen Mond, und da können wir jetzt die Masse mit diesem Ansatz nicht berechnen. Ja, das ist eigentlich auch schon alles. Das Wichtige ist, man kann nur die Massen von Zentralgestirnen berechnen. Zum Beispiel, wenn man jetzt die Daten hat von der Sonne bzw. Erde, dann kann man die Masse der Sonne berechnen. Und umgekehrt kann man auch errechnen, wenn jetzt ein Planet einen Begleiter hat, zum Beispiel in Form von Monden, und die Daten von den Monden bzw. Geschwindigkeits-, Umlaufdauer und so weiter. Wenn wir das alles haben, dann können wir die Masse des Zentralgestirns berechnen. In diesem Fall wäre dann das Zentralgestirn des Planeten und nicht der Sonne. Ich hoffe, das ist soweit verständlich. Und wer das jetzt noch nicht so, oder wer sich fragt, warum man jetzt FZ gleich FG setzt, der kann sich auch mal das Video anschauen zur Herleitung des Kepler-Gesetz, und vielleicht hilft das einem noch weiter. Wer noch Fragen hat, der kann sich gerne melden. Ich stehe jederzeit zur Verfügung.